Willkommen bei Kfz-Fuzis. Heute zeige ich euch, was für Düsen ich fahre für die angeschriebene 700 PS und wie ich dazu gekommen bin, wie ich das ausgerechnet habe. Das ist ganz einfach. Es gibt gewisse Seiten, die das anbieten. Ich zeige euch eine davon ganz leicht. Dann könnt ihr euch selber auch ausrechnen, was für Düsen ihr braucht bei den angeschriebenen PS, die ihr wollt. Kommen wir zu meinem Fall. Ich brauche 980er Düsen. Da sind Distanzhülsen, falls die nicht passen sollten, kann man die einfach draufklatschen und so passen die. Ich brauche auf jeden Fall einen Benzindruckregler, der hat 3 Bar, den wollen wir auf 4 Bar umändern und plus die Pumpe. Original habe ich 3 Bar, 4 Bar brauchen wir die. Ne? Weil ich werde echt letzte Zeit sehr, sehr oft gefragt, ey Jonas, ich will 300 PS haben beim K04, was für Düsen brauche ich? Ne? Und ich sage immer, ja, kommt immer drauf an. Was für Düsen hast du denn drin? Und dann können die mir natürlich nicht beantworten. Ja? Und deswegen sage ich immer, dann rechne ich das immer schnell aus und sage, ey, du brauchst diese Düsen, S3-Düsen oder was auch immer, 440er. Aber jetzt zeige ich euch, wie das geht, weil das echt zu oft geht. Zeige ich euch, da könnt ihr es selber machen, einfach ausrechnen. Ich zeige euch das am PC. Ich könnte einfach draufklicken, da könnt ihr es auch mit dem Handy auch machen. Ne? Viel Spaß mit dem Video, ich hoffe, es gefällt euch. Und gib mir ein Feedback, falls ihr solche Videos noch sehen wollt, dann machen wir die. Weil das müssen wir irgendwie ein bisschen schnell machen, weil ich habe nicht immer so viel Zeit dafür. Okay Jungs, haut rein, viel Spaß mit dem Video. Für mich, wie wir das ausrechnen, wo ich das immer ausrechne, und das ist auf jeden Fall bei dieser Seite hier, dann mache ich das gerne. Ne? Das werde ich natürlich in den Link rein tun, das könnt ihr auch auf dem Handy machen, das heißt einfach draufklicken und ihr könnt das auch auf dem Handy machen. Müsst ihr jetzt nicht auf dem Laptop oder PC sein. So, wie berechne ich jetzt, was für Düsen wir brauchen bei einer gewissen Leistung? So, für Leute, die K04 fahren und 300 PS haben möchten, ganz einfach erklärt, 300 PS haben wir hier. Berechnung wären wir bei 446er Düsen bräuchten wir. Ne? Also, es gibt ja von S3 sind 440er Düsen, berechnen würden wir 295 PS fahren. Also könnt ihr die originalen Düsen bei S3 einfach reinmachen. Aber es gibt natürlich auch eine andere Variante. Ich sag mal, ihr habt jetzt, ich sag mal, 380er Düsen, habt original 3 Bar und ändert das, wie ich es mache, auf 4 Bar Benzindruck. Also neue Pumpe, sprich, dann hätten wir 338er neue Durchflussmenge, ne, pro Kubik pro Minute. Also hätten wir das jetzt einmal kopieren, einmal hier rein und dann guck mal, was passiert, wird die 294 haben. Wird auch reichen. Ne? Also 440er Düsen würde, also hier nochmal, 440er Düsen würde reichen für 300 PS. So, jetzt kommen wir zu meinem Fall. Mein Fall wird ja ein bisschen komplizierter, weil wir haben 700 PS. Ach, wollen wir, versuchen wir anzustreben natürlich. Und dann bräuchten wir aber 1042er Düsen. Habe ich nicht, ich habe 980er Düsen. Sprich, wie viel könnten wir erreichen? 657. Ist mir zu wenig, wir wollen 700. Also, aber wir haben andere Pumpe. Heißt 980 wieder. 3 Bar haben wir nicht mehr. Wir haben in dem Fall bei mir 4 Bar. Also haben wir eine neue Durchflussmenge mit diesen Düsen. 1131. Kopieren wir das Ganze. Gehen wir hier hoch. Machen diese da rein. Berechnet das Ganze neu und dann haben wir eine neue PS-Zahl von 759, was wir mit diesen Düsen fahren können und mit diesen Benzinpumpen. Versteht ihr, was ich meine? Also hier könnt ihr einfach ganz normal einfach ausrechnen, ihr könnt alles machen. Ihr wollt mit einem K04 330 PS fahren und dann einfach draufklicken und diese Düsen bräuchtet ihr. Ne? Also bei K04 würde ich jetzt keine neue Pumpe oder so einbauen, ich würde einfach die Düsen holen. Und alles, was unter 630er Düsen sind, sind wieso alles billig und deswegen kann man machen. Jetzt könnt ihr ja mal ungefähr ausrechnen, 630er Düsen gibt es ja wie Sand am Meer, kostet auch nicht viel. Ne, könntet ihr theoretisch damit bis zu 422 PS fahren.
Ne? Und wenn ihr jetzt nochmal hier 630 nehmt und den Benzindruck sogar auf 4 bar erhöht, ne, was ich auf jeden Fall nicht machen würde, habt ihr 727er neue Durchflussmenge. Ne? Und da könnt ihr selber nochmal ausrechnen, wie viel PS das machen würde. Habt ihr das verstanden soweit? Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Ich hoffe, das hat euch auch geholfen, die Seite. Ne? Also ich berechne das immer so. Das heißt, wenn einer zu mir sagt, ich möchte 300 PS fahren, berechne ich das dann immer hier oder schicke ihm sofort das Link. Aber viele können dann damit nichts anfangen. Aber ich hoffe, dass ich das ungefähr erklären konnte. Ne? Und ja, viel Spaß. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.